Ja, liebe Meerbuscherinnen und Meerbuscher, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Bommerstag. Heute wieder in etwas ungewohnten Rahmen. Wir sind hier im sogenannten Aquarium, dem neuen Besprechungszimmer im Büdericher Rathaus, und haben heute nochmal das Format dazu genutzt, auf etwas hinzuweisen, was in Meerbusch im September immer etwas ganz Besonderes ist. Nämlich ist der September doch auch immer wieder ein Highlight unseres rheinischen Sommerbrauchstums bei uns in der Stadt. Gleich 4 Schützenvereine oder Bruderschaften feiern ihr traditionelles Heimat- und Schützenfest im September. Neben den Strümpern und Bösinghofenern, die in diesem Jahr nicht dran sind, weil sie eben nicht jedes Jahr feiern, ist es aber in diesem Jahr die St. Martinus-Bruderschaft Langskiers, die am 2. September-Wochenende ihr traditionelles Fest feiern will. Und natürlich der Heimat- und Schützenbund Osterrad, der am 3. September-Wochenende dann entsprechend nachfolgt. Und so haben wir heute zu Gast die Könige der jeweiligen Stadtteile und sogar ein Präsident ist noch mit dabei. Ja, ich darf als erstes begrüßen unseren König, Stadtkönig, das habe ich gerade noch gar nicht erwähnt, Robert Mertens, in erster Linie natürlich der König der St. Martinus-Bruderschaft Langskiers, aber eben auch Stadtschützenkönig. Herzlich willkommen, lieber Robert. Ja, danke schön, Christian, dass ich dabei sein darf. Sehr, sehr gerne. Du hast deine Uniform angezogen. Das ist ein klassischer Jägerzug, würde ich mal sagen. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen was dazu. Was hat es damit auf sich? Ja, genau. Wir sind in der Langskierster Bruderschaft traditionell so aufgestellt, dass wir alles Jägerkompanien sind. Wir haben da nur eine ganz leichte unterschiedliche Ausprägung. Und die einzelnen Kompanien haben bei uns auch keine Namen, sondern Nummern. Und mittlerweile haben wir aber wieder 2 weitere Kompanien hinzugewonnen, mit der 11. Kompanie, die in diesem Jahr ja auch die Prinzenkompanie stellt. Und ganz jung auch eine 12. Kompanie, die aber auch schon mit großer Begeisterung dabei ist und, wie man hört, eventuell auch demnächst Fahnenkompanie bei uns wird. Also Nachwuchs ist gesichert? Nachwuchs ist gesichert, genau. Und wir haben, da du das ansprichst, auch dank unseres Kassierers Peter Niebels vor einigen Jahren wieder das Kinderschützenfest ins Leben gerufen. Sehr tolles Format, was wir in den Zwischenfesten machen, wenn wir kein Vogelschießen oder Schützenfest haben, dass wir dann die Kinder auf einem Hof den Titel ausschießen lassen und die dann auch im entsprechenden Ornat auf dem großen Festzug dabei sind. Mit dem Versuch, dann da schon auf den Nachwuchs einen Zugriff zu haben und ihnen das Schützenwesen da auch näher zu bringen. Jetzt ist Langskiers ja als ein relativ kleiner Stadtteil in unserer Stadt auch der Stadtteil mit der kleinsten Bruderschaft. Das gehört einfach dann, passt zusammen, die Relation passt, aber in der Relation dann trotzdem wieder groß, ne? Wenn man sieht, wie viele Einwohner hat Langskiers? Ich glaube um die 1000. Ne? Und wie viele aktive Mitglieder hat die Bruderschaft? Circa 100, 150, also ein Anteil 10-15%, das ist schon recht ordentlich. Was recht ordentlich ist, das würde ich nämlich genauso sagen. Wir haben hier als Hintergrundbild euer Festzelt. Ja. Ne, wo ja an den Abenden dann entsprechend gefeiert werden soll. Mhm. Und jetzt kann man ja schon sehen, es ist aufwendig geschmückt. Ich glaube, das ist auch so eine Besonderheit in Langskiers. Das Königshaus ist letztlich für den Zeltschmuck verantwortlich. Bin ich ja richtig informiert? Ja, das ist korrekt. Ja? Ja. Viel Arbeit. Ja, sehr viel Arbeit in den Vorbereitungen. Und das ist eine Aufgabe, der sich zum Glück meine liebe Königin angenommen hat. Und die gerade da verantwortlich zeichnet, in der Rücksprache mit Freundinnen und so weiter, das Ganze vorzubereiten. Aber es ist schon eine spannende Aufgabe, gerade wenn man jetzt auch selber keine Floristin ist. Aber ich denke, da wird auch was ganz Tolles bei rauskommen. Ja, super. Du hast deine Königin angesprochen, die Stefanie Mertens, Mitarbeiterin der Stadtverwaltung, darf ich an der Stelle sagen. Und wie ich es von ihr gewohnt bin, wie sie sich hier für uns in der Stadt, für ihre Belange einsetzt, kann ich mir nur vorstellen, dass das auch eine großartige Kulisse wird für euer Schützenfest dann am 2. September-Wochenende. Vom 9. bis 12. September, ich hatte es gerade schon gesagt, zweites Wochenende, hast ja lange warten müssen jetzt auf dein Schützenfest. Wir haben gerade schon so ein paar Besonderheiten angesprochen. Aber was zeichnet denn das Langskierster Schützenfest aus Sicht des Königs noch aus? Ja, also die Überschaubarkeit ist angesprochen worden, die man dann als positiv empfindet. Also es ist übersichtlich, nicht unübersichtlich. Und was dann dazu kommt, man kennt das ganze Zelt persönlich. Und was ich jetzt lernen durfte seit 2019, das ist die übergroße Hilfsbereitschaft auch aus allen Ecken, aus allen Bereichen, nicht nur im Vorstand, sondern auch in anderen Kompanien, Handwerker,
die da unterstützen, gerade beim Aufbau der Königsburg. Und es ist bei uns im Dorf eine unheimlich große Solidarität, vielleicht auch nochmal deswegen, weil wir alle warten, dass es endlich weitergeht. 2 Jahre mussten wir warten. Und das ist das, was mich persönlich da immer wieder besonders beeindruckt, die Übersichtlichkeit und der Zusammenhalt bei uns in der Bruderschaft. Aber wenn du sagst, das ganze Dorf packt mit an, also auch geht es über die Mitglieder der Bruderschaft hinaus, dass die Menschen dabei sein wollen, dass sie mit euch feiern möchten? Ja, genau. Also wir sind im Dorf ja in Nachbarschaften auch organisiert. Es sind 4 Nachbarschaften. Jetzt ist meine Straße, die ja etwas abseits liegt, in diesem Jahr Königsteil und ist nochmal so als 5. Nachbarschaft hinzugekommen. Das hatten wir jetzt seit 1986 nicht mehr. Aber trotzdem sind auch bei uns die Nachbarn mit vollem Einsatz dabei. Und das ist traditionell so, dass über diverseste Rosen drehen. Wir waren jetzt zuletzt am Freitag nochmal bei einem zu Gast, die Vorbereitungen getroffen werden und dass dann aus den Nachbarschaften heraus die Straßen geschmückt werden. Und bei diesen Rosendrehen, die wir als Königshaus ja auch besucht haben, reihum, sieht man dann auch viele Gesichter, die jetzt keine Schützenuniform haben, die aber dann als normale Bürger mit ganzem Herzen auch dabei ist. Und manchmal versucht man auch mal den einen oder anderen zu überzeugen, ab und an gelingt es dann auch. Also gibt es schon noch diese integrative Kraft des Schützenbrauchtums bei euch in Langskirchen. Man will ja nicht nur unter sich sein, wir machen es ja auch für die Menschen am Wegesrand, ne? Ja, die sich genau. Das ganze Thema ja anschauen sollen. Ja. Ich sehe gerade, Robert, dein Silber blitzt mich ja fast an. Ne? Ich habe dieser Tage bei den sozialen Medien gesehen, dass, glaube ich, am letzten Wochenende ein Silberputzen angestanden hat. Richtig, genau. Ich nehme an, das ist mitgeputzt worden. Das ist mit auf Hochglanz gebracht worden, genau. Was hat es mit der Tradition auf sich? Vielleicht da noch 2, 3 Sätze dazu? Ja, das ist ein festes Format, was vor dem Schützenfest und vor dem Vogelschießen im 2-wöchigen Abstand normalerweise gehalten wird. Mal kleiner, mal größer, aber immer spät, in diesem Mal auch wieder. Und wo wir dann quasi als Königshaus den ersten offiziellen Termin haben, ja, uns das erste Mal offiziell als Königshaus präsentieren und dabei auch ein bisschen Spaß haben. Also Einstimmung auf die Festtage. Genau. Das ist ein gutes Stichwort. Holen wir mal eine weite Majestät mit hier an den Tisch, die auch gleichzeitig noch ihren Präsidenten mitgebracht habt. Deswegen ganz herzlich willkommen auch an die Schützen aus Osterath, Uwe Schweizer als Uwe der Erste. Uwe der Erste Schweizer. Genau, Uwe der Erste Schweizer. Uwe, grüß dich, geh rüber. Und Andreas Fucken als der Präsident des Heimat- und Schützenbundes. Wir haben den Hintergrund gewechselt. Wir haben uns hier bedient an der Website des Heimat- und Schützenbundes, der ungefähr mit dieser Aufmachung eben auf seiner Website hsb-ostrath.de entsprechend einlädt, sich über die Hintergründe des Schützenwesens in Osterath zu informieren. Ja, wenn ich sage eben Uwe, der erste Schweizer, ist das natürlich ein kleines Wortspiel, aber du bist ja auch vor 4 Jahren schon in dieses Amt gekommen und ich erinnere mich da an einen Schützenzug, der auch bekannt dafür ist, schon mal das eine oder andere so ein bisschen mit auf die Schippe zu nehmen, Uwe, der erste Schweizer. Ne? Der Nachname war einfach dafür prädestiniert, diesen Spaß zu machen. Uwe, seit 2018 im Amt, 4 Jahre. Ja, lange Zeit. Der Dienstälteste, noch ein Jahr länger als der Robert. Ja, stimmt. Was daran liegt, dass 2020 eben ein Fest ausgefallen ist und die Osterrather ja immer am letzten Tag ihres Schützenfestes den neuen König ausschießen, der eben dann den Holzvogel von der Stange holen muss. Und so bist du jetzt 4 Jahre lang im Amt. Ich kann sagen, 4 Jahre mit Höhen und Tiefen. Ja, das gehört, glaube ich, auch mit dazu. Ich meine, die 4 Jahre waren ja nicht für alle leicht, aber wir haben ja 2019 dann mit Erik noch unseren Minister verloren und das war auch eine harte und schwere Zeit. Aber die zeigt dann mal, Robert hat es gerade eben auch angesprochen, die zeigt dann mal, wofür Gemeinschaft und Kameradschaft und das alles gut ist. Und von daher freue ich mich auch drauf, dass wir dann mit allen jetzt endlich auch wieder feiern dürfen. Darf das vielleicht ganz kurz aufgreifen? Viele wissen, dass ich dem Schützenwesen ja eng verbunden bin, insbesondere natürlich auch in Osterath über viele, viele Jahre sehr aktiv mit in die Planungen, in die Gestaltung eingebunden war. Andreas Fucken als mein Nachfolger, darf man an der Stelle ja sagen, als mein sehr guter Nachfolger im Amt des Präsidenten steht ja hier mit am Tisch. Du hast den Erik angesprochen, greifen wir es ganz kurz auf. Wir hatten 2019 ein Kinderschützenfest und dann brach diese Nachricht über uns herein, die wir alle erstmal zu verarbeiten hatten. Tja.
Schwierig, hast mich jetzt gerade erwischt. Ist immer noch ein Moment, der mich immer noch total mitnimmt. Kinderschützenfest bei uns übernehmen ja traditionell die Frauen, die Ehrungen und die Königin die Schirmherrschaft. Wir hatten den offiziellen Teil vorbei. Wir haben Burkhard, Erik und ich haben noch am Bierpavillon gestanden, haben ein Bier getrunken und gesagt, so, raus aus dem Anzug, Jeans, rotes Poloshirt, bis gleich. Das waren die letzten Worte, die wir gewechselt haben. Und der nicht zurückkam, war halt Erik. Und ja, dann macht man sich schon Gedanken und okay, der ist eingeschlafen. Aber ja, es ist dann leider Gottes anders gekommen. Und das war auch eine ganz, ganz, ganz harte Zeit. Jetzt ist Erik und kein anderer wäre das gewesen, nicht zu ersetzen. Weswegen damals. Nee, mir ist mein Minister für Ulk und Unsinn abhanden gekommen. Das ist so und der fehlt mir auch bis heute. Das ist so. Deswegen damals auch der ganz bewusste Entschluss, er wird eben nicht ersetzt. Es gab eine sehr schöne, wenn man das so sagen darf, sehr feierliche Trauerfeier. Ja, wenn man das so sagen kann, mit einer großen Beteiligung aus den Kreisen der Schützen. Und da hat sich das gezeigt, was du gerade schon erwähnst, dass eben der Zusammenhalt in so einem Moment des großen Verlustes besonders wichtig ist und deutlich geworden ist. Also der Tag hat uns allen unheimlich gut getan, weil er uns bestärkt hat, in dem weiterzumachen und wie. Und wir haben da wieder so ein Stückchen Stärke gewonnen und nicht nur in Osterath, das ist ja dann an dem gleichen Wochenende dann später auch in Lang noch einmal passiert und du akzeptierst das einfach, du hast sowieso keine Wahl und ich glaube, wir haben das auch ganz toll die letzten 3 Jahre dann auch danach hingekriegt, ja, das ist so. Wir werden an ihn denken bei unserem großen Schützenfest in Osterath in 2 Wochen. Er wird Bestandteil dieses Schützenfestes. Er wird Bestandteil sein. Sehr schön. Ja, wir haben eben mit dem Robert gesprochen über die Besonderheiten in Langskiers. Jetzt hat ja auch Osterath gewisse Besonderheiten. Welche wären das? Was würdet ihr sagen, was zeichnet das Osterather Schützenfest aus? Also erstmal bunt. Ich fühle mich da unheimlich wohl. Sie sehen es an meiner Uniform. Ja, ich bin kein klassischer Schütze im Sinne von Grün oder wie wir es auch aus Nachbarschaftsschützenfesten kennen. Ich gehöre zu den Rebellen. Also eigentlich alles andere als königstreu, wobei ich das diesmal dann von den Zügen doch hoffe, dass sie dann königstreu sind. Wo über viele Jahre ja auch durch den ersten Zug immer mal wieder auch Aktionen gegen das Königshaus immer im Spaßigen, im Netten geplant worden sind. Und da haben wir uns auch dran beteiligt. Und ja, jetzt ist halt mal plötzlich ein Rebellkönig und ich finde, das ist auch schön. Wie viele Züge gibt es in Osterath, Rebellenzüge? Ja, Schützenfest läuft der 5. mit. Der 5. Ganz neuer. Ganz neuer. Die Uniformen sind gestern Abend fertig geworden und ja, habe ich auch die letzten Tage noch gemacht. Also auch das Thema Nachwuchs scheint zunächst einmal gesichert zu sein. Funktioniert. Super. Darüber hinaus, bunte Uniformen ist gerade erwähnt worden, Rebellen machen einen großen Bestandteil aus. Wir haben Landsknechte hier, allgemein. Ne? Ja. Wir haben hier in dieser Abbildung eine Kanone, die ja gerade zur Kriegszeit in Europa vielleicht nicht unbedingt positive Signale bei dem einen oder anderen hervorruft. Aber auch das ist ja eine gewisse Tradition. Was hat es damit auf sich? Was ist das? Wer ist die Magda? Unsere Artillerie ist bestimmt auch eine Besonderheit, weil sie erstmal unglaublich mannstark ist. Es sind über 80 Kameraden und sie haben sich in jahrelanger Arbeit viele Dinge zu eigen gemacht. Also bauen Gespanne selber und fahren die natürlich selber auch. Schützenfest sind sehr, ist ein sehr beritten, wie sich das für eine Artillerie natürlich gehört. Und die Magda zum Beispiel ist auch in Selbstarbeit entstanden. Also tatsächlich nur das innenliegende Rohr ist damals erworben und alles drumherum ist selbst gebaut. Und die Magda ist tatsächlich der Beginn unseres Schützenfestes. Die wird ganz feierlich gezündet und gibt einen lauten Knall. Das fliegt natürlich vorne nichts raus, aber der Knall ist natürlich umso lauter zu hören. Damit wollen wir signalisieren, jetzt geht's los. Das ist das Ortszopf Dies in Bayern, ist unser Magda-Schuss und dann beginnt unser Schützenfest. Und das ist natürlich dieses Jahr vielleicht nochmal besonders. Wir werden darauf auch nochmal eingehen, wollen alle einladen, auch das zu verstehen, was wir da warum machen. Aber die Magda ist schon auch ein bisschen ein kleines Wahrzeichen. Benannt nach der Wirtin des ehemaligen Hotels Weindorf. Weindorf, genau. Ja, genau. Als damals Wachlokal oder Stammlokal des Artilleriekorps. Ne? Das ist richtig. Jetzt hast du einen entscheidenden Punkt gerade angesprochen. Wir möchten ein bisschen erklären, was hat es mit dem Böllern auf sich, weil es natürlich ja Menschen in unserer Stadt gibt, insgesamt fast 600, die ja nicht freiwillig hier sind, die vor Krieg und Gewalt in ihrem Heimatland zu uns gekommen sind.
die ja mit eingebunden werden sollen in die Festivitäten. Die Büdericher haben das Pfingsten in ihrem Schützenfest auch schon getan. Wie hat der HSB vor, da auf diese Menschen einzugehen? Also wir haben erstmal gemerkt, zum Beispiel bei dem Maifest, was in Ostrad stattgefunden hat, also im Juni stattgefunden hat, dass wir auch da schon Begegnungen hatten mit Menschen aus der Ukraine, die uns sehr, sehr wohlwollend und sehr interessiert begegnet sind. Was macht ihr da? Und da war viel Interesse und so, dass wir uns erstmal auch eingeladen fühlen, das zu beantworten. Was machen wir da? Warum? Wie sieht unsere Tradition aus? Was tun wir wann? Woher kommt das? Und das werden wir versuchen, dann alle Menschen aus der Ukraine, die in Ostrad leben, zu richten. Wir werden sie einladen, mit uns zu feiern, denn das können wir wirklich gut. Wir wollen ihnen einen Teil dieser Geselligkeit, vielleicht auch der leichten Stunden vermitteln, die wir können. Und eine Stunde ist ganz besonders, die heißt Blau-Gelbe Stunde. Die Osterrater Farben sind blau und gelb. Das tragen wir in unserem Wappen. Und blau und gelb sind natürlich auch die Farben der Ukraine. Und wir laden alle Kinder ein, also jetzt nicht explizit die Kinder aus der Ukraine, aber explizit diese auch, zu kommen und eine Stunde lang mit, wie früher, Kürbisgeld, was wir ja früher bekommen haben, eine Stunde lang umsonst die Kürbis zu genießen. Alle Kinder sind eingeladen, montags von 1:30 bis 2:30. Mal gucken, wie lange das Geld reicht, aber ich glaube, für die eine Stunde haben wir auf jeden Fall schon genug. Na, bei der Vorankündigung jetzt, ja, jetzt haben hoffentlich ganz viele Kinder, die dieses Angebot dann entsprechend eben auch annehmen. Ja, schön. Das ist ja, hat ja auch was mit einem sozialen Charakter dieses Schützenwesens zu tun, was du gerade angesprochen hast, ne? Dass man eben sich auch seiner Verantwortung bewusst ist in der Gesellschaft. Jetzt ist ja Schützenwesen, das gilt für Lanxiers ganz genauso, Robert, ja nicht nur 4 Tage Bierseligkeit im Festzelt, das ist immer der Höhepunkt, so würde ich es mal beschreiben, aber auch unterjährig und in der Zeit dazwischen ist es ja auch eine Aufgabe der Schützen, sich für seine Mitmenschen ein Stück weit einzusetzen. So gibt es ja auch andere Veranstaltungen, die da noch unterjährig geplant sind und auch stattfinden. Vielleicht könnt ihr dazu noch ein bisschen was sagen. Ich kann jetzt nur mal für die letzten 3/4 Jahre reden. Wir hatten ja mehrere Dinge, die uns betroffen haben. Das war zum einen die Flutkatastrophe, wo von hier aus ja auch wahnsinnig viel Hilfsbereitschaft organisiert worden ist, wo wir über die Schützen gesammelt als Gemeinschaft dann auch wieder gesagt haben, Mensch, wer kann wie, wer kann wo, wer kann was und wer nichts kann, der stiftet in irgendeiner anderen Form. Und da fand ich, haben wir ja auch tolle Dinge auf den Weg gebracht. Das ging los mit Corona-Pandemie. Es waren keine Masken zu kriegen ganz am Anfang, wo wir ja über den HSB die Schützenmasken für die Schulen gespendet haben, damit die erstmal alle ausgestattet sind. Wir wussten ja noch gar nicht, was kommt. Und ja, wir waren ja heillos durcheinander und Aufklärung ist ja später erst gekommen. Aber darum geht's gar nicht. Auch ohne Wissen ist ruckzuck eine riesige Bewegung entstanden, wo man dann einfach Hilfsbereitschaft gezeigt hat. Und ja, da haben sich nicht nur Schützen, sondern dann auch über die Schützen auch viele andere mit dran beteiligt. Und das ist das wieder. Ich bin wieder beim Thema Gemeinschaft und es ist vollkommen egal, was passiert. Gemeinschaft hält zusammen. Die Flutkatastrophe ist da auch ein gutes Stichwort. Bei uns war es ja auch so Corona-bedingt, dass wir die vergangenen 3 Jahre so gut wie gar keine Veranstaltungen hatten. Trotzdem war das Thema Flut dann sehr präsent in unseren Reihen. Und wir hatten im vergangenen September, als normalerweise unser Fest hätte stattfinden sollen, ein Biwak bei uns am Königshaus veranstaltet. Und im Rahmen dieses Biwaks hatten wir dann eine Schützentüte für Tuhus entworfen vom Königshaus, haben also die Themen Ausfall durch Corona und Flut ein wenig verknüpft. Da ist eine Tüte, wo viele nützliche Utensilien drin waren, entstanden. Und die haben wir dann mit Getränk verkauft, mit einem kleinen Aufschlag. Und da ist eine ordentliche Summe zustande gekommen, die wir dann auch an die Flutopfer gespendet hatten. Und zur Ukraine war jetzt keine offizielle Aktion, aber dennoch ist so im Rahmen der Kompanien, ich kann da jetzt für meine Kompanie sprechen, wir waren natürlich auch sehr betroffen Ende Februar, hatten uns da zusammengesetzt im Vorstand, was können wir tun und sind da auch sehr schnell schon mal materiell reingegangen, um da erstmal zu unterstützen. Und haben sicherlich auch noch vor, da Weiteres zu tun.
Also frei nach dem Motto, tu Gutes und sprich darüber, finde ich es auch mal wichtig, dass das hier auch mal anklingt, weil die Schützen haben ja auch mit dem einen oder anderen Vorurteil zu kämpfen. Ne? Was macht ihr da eigentlich? Ne? Was hat das für einen Hintergrund? Und bevor wir da vielleicht gleich nochmal kurz drauf eingehen, warum eigentlich Schützenfest und was ist eigentlich Schützenfest, wird dadurch aber eben nochmal deutlich, dass es neben dem einfachen Vorbereiten von 4 Festtagen eben auch um ein Gemeinschaftsgefühl geht und darum auch Menschen, die vielleicht nicht so, denen es nicht so gut geht, entsprechend auch über die Schützen zu unterstützen. Und da können wir viele, viele Beispiele aus dem Stadtgebiet nennen, was in dem Moment dann eben auch wirklich immer wieder erwähnenswert ist. Ja, aber vielleicht greift man die Frage noch einmal auf. Warum eigentlich Schützenfest? Was hat es mit der Tradition auf sich? Und wie geht man mit diesen Vorurteilen um, die es ja durchaus gibt? Man bemüht sich ja immer, die Menschen anzusprechen, die nicht aktiv dabei sind, aber manche stehen dem ja doch sehr fern und wissen aber eigentlich gar nicht, was passierte. Also die Frage könnte bestimmt jetzt... Könnten bestimmt andere vielleicht noch besser beantworten, aber bitte ergänzt das von eurem, ne, von eurem Wissensstand her. Die Bruderschaften, aus denen ja eigentlich ein Schützenfest entstanden sind, sind ja eigentlich Verbindungen von Orten, die dafür sorgen, dass der Ort, also die Männer des Ortes versuchen, diesen auch zu schützen vor dem, was da draußen an möglichen Gefahren steht. Man verbindet sich, es ist natürlich auch die erste Form oder eine frühe Form von Netzwerken. Also man bringt das, was man kann, mit rein in die Gesellschaft, in die Gemeinschaft und zieht natürlich auch andere Möglichkeiten daraus. Also Bruderschaften und heute eben auch viele Schützenvereine sind Orte der Begegnung, wo man sich mit dem, was man kann und womit man also helfen möte, den Ort schöner zu machen, was heute vielleicht das Schützen ist, und vernetzt sich mit Menschen, und das passiert oft in geselligen Runden. Das Vorurteil, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Ich glaube, alles in Westeuropa, was irgendwie gesellig ist, hat natürlich auch oft einen feierlichen Charakter, mit auch zum Beispiel Alkohol. Das ist so, aber ich kenne auch viele Schützen zum Beispiel, die gar keinen Alkohol trinken und trotzdem mit uns feiern. Ich kenne viele Schützen, die mit uns tolle Feste feiern und nicht auf das Klischee eingehen. Das muss man, glaube ich, so erlebe ich das zumindest, kann man das gut nebeneinander betrachten. Also es ist ja das Problem, was es generell in Vereinen gibt, dass viel auf Individualismus gesetzt wird. Und da die Botschaft nochmal auszustrahlen, dass Schützenbruderschaften offene Gruppierungen sind und da Unterschiede, die es geben mag, vielleicht im sozialen Bereich auch verwischt werden sollen. Also wir tragen alle eine Uniform, die uns dann erstmal gleich macht und dann die Unterschiede nicht so heraustreten lassen soll. Und was sich in der Gemeinschaft auch immer zeigt, im Rahmen der Kompanien, die da, glaube ich, ganz wichtig sind, aus den Kompanien herauskommen die Bruderschaften, und dass da immer wieder Bestrebungen sind, auch Leute, denen es wirklich mal schlecht geht, dann auch entsprechend zu unterstützen. Und das ist, glaube ich, gelebte Praxis, egal wo man hinguckt. Also eindeutige Plädoyers, sich dem Thema zu öffnen, wenn man ihm vielleicht noch fernsteht. Das erreicht man ja auch damit, indem man Menschen anspricht, die man bisher vielleicht nicht erreichen konnte. Und vom HSB Osterrad weiß ich, dass es über einen Arbeitskreis, der sich Öffentlichkeitsarbeit nennt, schon einige Jahre auf diesem Wege ganz viele Ideen entwickelt werden, um eben die Menschen zu erreichen, die dem Schützenverein zunächst mal noch fernstehen, überhaupt mal Notiz davon zu nehmen, dass es diesen Schützenverein überhaupt gibt und was er alles tut. Und da sind gerade jetzt zum Fest in Osterrad ja schöne Dinge nochmal ins Leben gerufen worden, die insbesondere auch die Familien ansprechen, dass es eben deutlich wird, es ist auch ein Familienfest. Andreas, vielleicht sagst du kurz was dazu, weil ich glaube, ja, wenn man in Osterrad in die Buchhandlungen geht, dann ist man vielleicht überrascht, was man da findet. Ja. Und da kann man noch was zu sagen. Gerne. Man findet dort neben vielen schönen Dingen auch ein Kinderbuch. Wir haben ein Kinderbuch erstellt, von einem Osterrader Künstler und Schützen gemalt, von Günter Magielski. Tolle Bilder entstanden und von einem anderen Osterrader Schützen sind Texte dazu geschrieben worden. Wir hoffen kindgerecht, so dass gerade Kinder an den Bildern erkennen, also visualisiert, was passiert da eigentlich, was sind die wichtigen Momente des Schützenfestes. Ja, da wird der König ermittelt und da gibt es eine Parade und eben im Text erklärt, ne, was machen wir da, warum passiert das. Und sieht aus wie ein großes Pixi-Buch, sage ich mal. Und das haben wir in dieser Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit, und der Tim Fischer, noch ein Osterrader Schütze, hat das Ganze ins Layout gebracht und das haben wir gedruckt und das verteilen wir gerade, und daraus entsteht, das gibt es schon länger, ein Malwettbewerb. Also wir fordern, wir hoffen, dass viele Kinder ihre Ideen, die sie dadurch bekommen, malen. Und das ist so, wie wir das in Langskirch ja auch kennen, in Osterrad auch. Wir sind sehr darauf aus,
auch die Kinder anzusprechen, mit uns Kinderschützenfest zu feiern, mit uns Schützenfest zu feiern. Das ist unsere Zukunft und da investieren wir alle viel und das ist so ein weiteres Merkmal. Ich glaube, dass wenn es um Familien geht, wir auch zum Beispiel, wir arbeiten gerade an der Frage, Mensch, es gibt ja Menschen, die ziehen in den Ort und sagen, ich könnte Schütze werden. Und wir haben das jetzt erlebt, dass Menschen auf uns zugekommen sind und haben gesagt, ich möchte Schütze werden. Und wir arbeiten gerade an so einem, ich sag mal, kleinen Programm, was dann genau ermittelt, was suchst du denn wirklich? Und dann auf der anderen Seite rausfindet, welcher Verein passt denn dazu? Und die zueinander bringen. Das haben wir jetzt vor dem Fest schon zweimal getan, beide Male mit Erfolg. Wir haben zwei Mitglieder gewonnen, die jetzt Schützenfest mitlaufen werden, die noch vor 3 Monaten noch gar keine Idee hatten, wie sollen sie denn das anstellen? Das Kinderschützenfest hatten wir angesprochen, was unser Weg ist, auf die Leute zuzugehen. Der andere ist, dass wir natürlich jetzt vor dem Schützenfest massiv nochmal werben. Das ist wiederum in einem kleinen Dorf leichter. Man kann einen Flyer in jeden Haushalt werfen, um das zu probieren. Wir haben aber dann auf dem elektronischen Wege das Internet 1.0 übersprungen. Wir hatten und haben nie eine offizielle Homepage, aber seit ein paar Jahren sind wir doch ganz gut bei Facebook vertreten und versuchen da die Leute zu erreichen. Natürlich sind dann Leute, die viele Freunde bei Facebook haben, auch gute Multiplikatoren. Und seit diesem Wochenende sind wir auch bei Instagram vertreten. Und das ist dann ein weiteres Medium, mit dem wir dann mit den Leuten kommunizieren. Ja, sehr gut. Ohne Social Media geht nichts mehr, ne? Und die eben schon beschriebenen Maßnahmen dienen ja alle dazu, Menschen aufmerksam zu machen, wie alle anderen Vereine auch. Muss man eben Wege suchen, um ins Bewusstsein der Menschen zu rücken. Im besten Fall dann eben die Leute davon zu begeistern, auch mitzufeiern. Kommen wir noch einmal apropos mitfeiern zu dem Schützenfest als solches. Uwe, du hast da einige Orden an deiner Jacke, die natürlich dich auszeichnen als verdienter Schütze. Es sind auch Königsorden dabei, die von Königin verliehen werden. Das ist ja auch jetzt deine schöne Aufgabe, bei dem kommenden Schützenfest genau das zu tun. Vielleicht gibst du uns dazu mal 2, 3 Informationen. Und was vielleicht auch die Menschen interessiert, so ein Fest stellt man sich ja für euch als Königspaar geknubbelt voll von Terminen vor. Ein Ablauf, freitags geht's los, montagsabends hört es irgendwann auf oder Dienstagmorgen am besten noch. Ne? Was sind so für dich persönlich an diesem Wochenende die zu erwartenden Highlights? Ich freue mich auf alles. Es ist tatsächlich so. Ich freue mich auf jeden Tag der Begegnung. Ich freue mich auf Paraden. Ich freue mich auf Umzüge. Ich freue mich auf Kutsche fahren, um den Weg mal nicht zu Fuß zurückzulegen. Ich kann dir noch gar nicht sagen, was emotional alles auf uns zukommt. Wir freuen uns da einfach nur unheimlich drauf. Und ich freue mich drauf, mit allen tatsächlich gemeinsam zu feiern. Das ist so, es gibt kein spezielles Highlight. Da wird alles schön. Das wird das Mittagessen sein, wo wir dann mal eine halbe Stunde Ruhe haben. Das wird abends der Zelteinzug sein, auf den ich mich wirklich wieder sehr, sehr, sehr freue. Das war so ein unvergesslicher Start in das Schützenfest hinein und dann brichst du ab und hast 4 Jahre Ruhe. Also so ist es. Ich denke, Robert, du kannst das, was der Uwe gesagt hat, uneingeschränkt teilen. Ja. Das passt so. Ich darf nur an einer Stelle, wenn ich sage, Schlusswort einzig vergessen. Wir haben natürlich auch deinen Präsidenten eingeladen, den Dirk Humburg, der heute leider verhindert war, weswegen du ihn hier natürlich genauso gut vertreten hast. Majestäten, Herr Präsident, ganz herzliches Dankeschön für euren Besuch hier heute bei mir im Rathaus zu dieser Aufzeichnung vom Bommerstag. Ich hoffe, wir konnten auch denen noch ein bisschen Lust machen, mal in Meerbusch Schützenfest zu erleben, die uns bisher oder den Schützen bisher noch fernstanden. Das wäre, glaube ich, das, wo wir uns alle darüber freuen würden. Auch als Bürgermeister bin ich ja immer eng in die Festprogramme mit eingebunden. Freue ich mich auch für mich drauf auf diese Tage, weil es eine schöne Abwechslung ist zum Alltag in meinem Amt und freue mich auf viele Begegnungen mit den Schützen, aber auch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Und bis dahin sage ich alles Gute und spätestens sehen wir uns auf einem der Schützenfeste.